Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy. Im letzten Part haben wir das Luftschiff erklommen und sind vom Boss stehen geblieben. Und ich würde sagen, in dem Part gehen wir ineinander, aber noch ein kleines Vorwort. Ich danke jedem, der was mir einen Kommentar gibt, ein Like gibt. Das wollte ich mal gesagt haben. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Und schauen wir mal. Todbringer, Kali und Aquadon, dieser heutigen Nixnutze. Dennoch bin ich überrascht, dass ihr Gesindel es so weit geschafft habt. Er ist sehr nett. Eine Hydra. Ich bin Timeta, Chaos des Windes. Ich werde das Letzte sein, was euer neugierigen Augen sehen werden. Ich bin gespannt. Ich habe vor dir gespeichert. Wir probieren einmal mit Blitzka und mit Feuer. Schau, was wir annehmen. 78 Feuer. 117. Okay. Das sind mehr Blitzka oder Feuer. Okay, Feuer nimmt mehr, aber daher ich mit den. Ich mache mal Ausweichen. Ja, du kannst nicht wirklich was machen. Mit dem mache ich Feuer. Mit dir greife ich normal an, mit dir mache ich einmal Pass auf dich. Feuer. Blitzschlag. Au! Okay, ich sollte jetzt langsam anfangen zum Heilen. Okay, mit dir greife ich an. Ja, ist ein bisschen. Ich muss. Wo Kiefgas? Ach, Scheiße. Okay, das ist heftig. Kampfunfähig. Ja, sie wird auch sterben. Da bist du deppert. Okay, jetzt fangst du langsam an, schier zu werden. Was mache ich jetzt? Sind alle tot. Okay, das muss ich anders angehen. Na Gott sei Dank habe ich es da gespeichert. Okay, das heißt, ich muss von Anfang an am gescheitesten das auf alle machen. Du kannst ja nichts anderes machen leider und du gehst auf Folge. Der was am meisten verliert, dann heile ich gleich. So, das waren eigentlich alle, was am meisten verlieren. Und mit dir muss ich draufschlagen. Mit dir heile ich. Mit dir heile ich den. Und mit dir muss ich leider draufschlagen. Ja, solange der erste erwischt wird, ist nicht so schlimm.
Das geht eigentlich okay, geheilt. So. Du hast ihn. Perfekt. So. Das heißt, am gescheitesten mache ich jetzt Hast auf dich. Selber heilen. Folge. Genau, das war eigentlich eine gute Entscheidung. Selber heilen. Folge. Und Hast auf den ersten. So, du kannst du heilst es zur Sicherheit selber. Du heilst mit Vitra auch selber, dass du voll bist. Okay, das war eine gute Entscheidung. Mal alle heilen. Vor allem was passiert. Okay. Okay, mit dir muss ich draufschlagen. KI Potion auf dich. Vika wert weniger Energie von euch zwar. Ja, ich muss ihn haben. Er ist der stärkste von uns. So. Du kannst du hörst dich selber. Du hörst dich selber. Und du kannst auch hoffentlich nicht über 200. Okay, das passt. Oh. So, aber er heilt sich. Sie heilt sich. Okay, ein Heilmittel auf den. Vika auf Ehren. Hoffentlich habt ihr nichts erst dann, weil sonst ist vorbei. Ist vorbei. Okay. Ich muss mich einmal darum kümmern, dass die drei weiterleben, so gut wie möglich. Okay, das schaut ja nicht so schlecht aus. Ich muss auch mit dem angreifen. Aber wieso habe ich denn... Mit dem muss ich eine Phönixfeder einsetzen und mit ihr muss ich wieder auf dich einsetzen. Hoffentlich war es jetzt nicht da. Es war fast ein Fehler. Ja, natürlich kommt zuerst sie und dann er. Wieso? Ja, das ist dumm ist. Wenn er eine Attacke macht, sind alle tot wieder. Okay, er hat seine HI-Position gekriegt. Okay, den ersten kannst du angreifen. So, pass auf. Boah, das ist...
die Heilerin, unbedingt auf die Heilerin. Ah, ich habe ihn besiegt. Oh. Einmal verloren, aber das zweite Mal geschafft. Okay, gut. Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich so einfach das ist so einfach. Zweiten Versuch halt. Dass ich den zweiten Versuch schaffe. Hätte ich mir nicht gedacht. Windflüsterhöhle. Aber er war schwer, er war sehr, sehr schwer. Nein, nicht noch ein Kampf. Machst du ihn einfach fertig. Erst gegen einen Endgegner ist eigentlich gar nichts. Denkst du nur, ich mach einfach da raus. Lass mich gehen. Ich mach mich heilen. So. Ich brauch unbedingt eine Hütte. Das war jetzt schon schlimm. Das sind alle Volk halt. Ich spreche jetzt auf den zweiten, falls doch irgendwas passieren soll. So, Luftschiff ist da unten irgendwo. Puh. So, ich brauche eine Stadt, wo ich einkaufen gehen kann, weil ich aber jetzt alles hergeben auf gut Deutsch. Oh, ich bin ein bisschen fertig mit den Nerven. Na, wo ist eine Stadt? Mann. Eine Stadt, wo ich nicht zu Fuß hingehen muss. 10.000 Kilometer. Die erste Stadt hatte nicht alles, was ich brauche. Die zweite Stadt da unten muss das sein. Irgendwo da. Da. Also ich muss euch sagen, das war jetzt wirklich sehr anstrengend für mich. Aber ich hab's geschafft. Also. 17, dass ich wieder 20 habe. Dass ich wieder 20 habe. So, was gibt's da eigentlich noch für Zauber zu kaufen? Okay, ja, So, jetzt ist aber die Frage, wo muss ich jetzt hin? Gibt es irgendwo eine Karte? Ich muss in die Mitte von allen Dungeon, ja. Und ich wüsste, wo die Mitte ist von allen Dungeon. Kann überall sein. Oh, ich bin gerade vollkommen K.O. von dem Kampf. Hat mir gerade die Nerven kostet ein bisschen. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt müsste... Warte, wenn das da ist... Müsste der letzte irgendwo... da sein. Da irgendwo.
Und die Frage ist, muss man hingehen? Du. Ich werde kurz nachschauen und dann euch zeigen, wo wir hin müssen. Das ist, glaube ich, das Einfachste. So, ich habe mich noch ein bisschen eingedeckt. Mit 20, 20, 20. Ich habe noch das laut Wiki, habe ich gegoogelt, das stärkste Schwert. Und da war sozusagen alles angefangen hat, den Chaos-Tempel, wird es auch enden, wie es ausschaut. Feuer, Erde, Wasser, Wind und Dunkelheit, alle existierenden Elemente sind wieder vereint. Die Stundenzeit verzehrt sich, die Schranken unzähliger Dimensionen schwinden. Kommt nach vorn, edle Reisende, und tretet ein in eine längst vergessene vergangene Zeit. Tretet ein, die Welt von vor 2000 Jahren. Und jetzt? Also ich hoffe, ich bin wirklich bereit. Okay, man kann auch im Notfall zurück, falls man da noch nicht bereit ist. Das wollte ich wissen, falls man noch trainieren will. Lila Wurms. Schauen wir mal, ob wir es besiegen ohne Zauber. Ja. Das Schwert, was ich mal geholt habe, war ist Excalibur. Ich war. So, da geht's runter. Sollte da irgendwas sein, oder? Das heißt, Excalibur ist verheftet. Dann mache ich selber schneller. Was ist denn da drinnen? Da ist ja nichts. Ja, trainieren kann ich da ein bisschen. Ja. Für mich ist auch nicht. Ah ja. War ziemlich falsch, wie es ausschaut. Chimäre. Ich hätte noch Blitzka und so kaufen sollen. Für einen anderen. Wow. 666 ist schon heftig. Ja, Energie haben alle meine wenig. St-
sterben ja schon fast bei der Chimären. Aber 660 ist Sorg. Ich glaube schon allein deswegen, weil das Schwert geholt habe. Kann ich schaffen. Ich sollte einfach normal drauf fahren. Weißt du, au. Könnte sterben. Naja. Das war jetzt nicht so schlimm, wie ich geglaubt habe. Aber der Schneesturm sieht schon sehr viel ab, muss ich sagen. Und Herr Excalibur sieht umso mehr ab. Also ich sollte mich wieder heilen. Ich darf uns auch ein bisschen speichern. Drachen Zombie. Ja, stark sind's nicht. Fertig werden wir auf jeden Fall mit denen da. Aber es kann halt ein bisschen dauern, bis wir da sind, wo wir hinkommen. Weil ich weiß ja nicht, wo es genau hinkommt. Und die Dunkelritter sind Arsch. Die sind stark. So. Xitor. Wo ist der? Besser. Ach, Treffer ist halt. Ja, das Spiel sagt, das ist besser. Wow, das hat den jetzt viel genommen. Ich soll nicht so viel Zauber verwenden, aber... Ich finde das da so... Wow. 560. Ja, ein bisschen stärker als der andere Sturm, muss ich zugeben. Boah, Geld habe ich jetzt viel gekriegt. Grundrache. Ja, mach mal irgendwas. Boah, 800. So.
Haut einfach alle drauf. Giftgas. Ja, Giftgas und viel. Und wenn ich da aufpasse, gleich meine Leute tot. Also das wird der heftige Dungeon. Ich kann mich noch immer raus teleportieren und trainieren und dann wieder herkommen. Aber das kann ein bisschen. Das ist schon nervige Viecher. Ja, bevor ich dort bin, wo ich bin, habe ich schon, weiß ich nicht, die Hälfte von allem, was ich habe, verloren. Ach, bist du etwas. Boah, der hat ja jetzt schon fast keine Item mehr. Wie ist denn dann das, wenn ich bis zum Endgegner bin? Darf ich jetzt einfach wegrennen? Au. Könntest du bitte wegrennen? Danke. Hauptsache der erst. Hauptsache 100. Schaden haben sie verloren. Was mache ich jetzt in dem Raum da? Es ist noch kein. Okay, also es ist wirklich heftig. Gerade ein Hinterhalt auch noch. Ich glaube, ich sollte wirklich mit dem Level reingehen, das was da drinnen sagt. Was da gesagt wird. Au! Ich glaube, ich sollte da rausgehen. Ja, klar. Ja. Ich glaube, es hat mich überzeugt, dass ich da rausgehe. Es hat jetzt auch so einen Schlag. Ja, du bist anscheinend eh langsam. Als sie, also das heißt, ich hätte mir. Das beweist, dass ich noch nicht bereit bin vom Chaos Tempel. Gut, ich werde dann für den nächsten Part ein bisschen trainieren. Und dann von Anfang an den Chaos Tempel nochmal machen. Ja, das ist nämlich so schwer. Außerdem bin ich eh falsch gegangen, so was ausschaut. Jetzt sehe ich, habe jetzt schon kein Ether mehr.
Also ich schau mal dorthin, wo ich hingehen muss. Soll ich es probieren? Bis ich dort bin, da sehe ich länger. Trainieren, schauen, dass ich Level 55 werde und dann gehen wir den Chaos-Tempel hoch im nächsten Part an. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis bald und ciao.